der Lausitzer Fürst Hermann von Pückler-Muskau 1815 damit beginnt, seinen riesigen Landschaftsgarten anzulegen, träumt er davon, dass man diesen Garten einst zur Erholung wird durchwandern können, wie ein begehbares Vor 200 Jahren war das hier nur ein Traum. Geträumt von einem der genialsten Landschaftsarchitekten Europas. Fürst Hermann von Pückler-Muskau. Ein verrückter Hund. Er wollte nicht sein Leben in einer Lausitzer Ödnis verbringen. Stattdessen träumte er von einer Gartenlandschaft, die einmalig in Europa sein sollte. Einmalig ist der Park auch in seiner Lage. Ein Park, zwei Länder. Heute liegt der eine Teil ganz im Osten Deutschlands, der andere ganz im Westen Polens. Mit seinen 830 Hektar zählt der Pücklerpark Bad Muskau zu den flächenmäßig größten europäischen Landschaftsparks im englischen Stil. Knapp ein Drittel des Parks gehören zum sächsischen Bad Muskau. Der weitaus größere Teil befindet sich rund um das Städtchen Łęknica auf der polnischen Seite der Neiße. Die Neiße, der Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland, fließt mitten durch den Park. Der Blickfang auf der polnischen Seite ist der Pücklerstein. Ein Findling mit dem Porträt des Parkgründers Fürst Hermann von Pückler darauf. 1991 wird er aufgestellt. Als Symbol der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Pückler wollte an genau der Stelle einen Tempel der Beharrlichkeit errichten. Der Entwurf dazu, immerhin von Karl Friedrich Schinkel, wurde nie verwirklicht. Direkt hier, hinter dem Pücklerstein, soll es romantisch werden. Also schaue ich mich einfach mal um. Was man auf den ersten Blick sieht, auf der polnischen Seite gibt es mehr Wald und mehr Wildnis. Pückler nennt dies den äußeren Park. In ihm platziert er, quasi versteckt im Wald, zahlreiche Nutzflächen der fürstlichen Landwirtschaft. Äcker und Weiden, eine Fasanerie, eine Schäferei, ein Arboretum und eine Baumschule. Von Pückler Baumuniversität genannt. Ganz am Rand, an den sogenannten Braunsdorfer Feldern, geht der Park unmerklich in die ihn umgebende Landschaft über. Er war ein Visionär, ein Ideengeber, ein Künstler. Allerdings hätte er diesen Garten nie ohne seine Frau verwirklichen können. Herr Pückler war ein umtriebiger Mensch, in Zocke stets in die weite Ferne. Während er durch die Welt reiste, hatte seine Ehefrau am Garten gearbeitet. Tatsächlich spielt Lucy von Hardenberg, Pücklers Frau, für den Park eine entscheidende Rolle. Zunächst, weil erst ihre Mitgift den vergleichsweise armen Pückler in die Lage versetzt, seinen Traum in Angriff zu nehmen. Zudem, weil sie mit den Gärtnern zusammen umsetzt, was Pückler entwirft. Musik.
Pückler dankt es seiner Gattin, indem er manche seiner Gartenbilder ihr widmet. Der Schlossteich etwa heißt Luciesee. Wir stehen hier am Schnuckental. Auch dahinter stecken eine Menge Landschaftsplanung und Liebe. Pückler nannte seine Ehefrau Lucy Schnucki. Wenn sie morgens aus dem Schloss schaute, sollte sie einen tollen Ausblick haben in ein Tal, das ihren Namen trägt. Diese Namensgebung ist ein ironischer Geniestreich. 1817 wurde Schnuckental angelegt mit dem Geld aus Mitgift von Lucy. Auf diese Weise hat sie sich quasi das Geschenk selbst gemacht. Für Pückler ist der Park Geschenk und Ambition. Die ersten Entwürfe für den Umbau seines alten barocken Schlosses zu einem Traumschloss ließ Fürst Pückler keinen geringeren als Karl Friedrich Schinkel anfertigen, den berühmten preußischen Baumeister. Die Muskauer Akropolis sollte klassizistisch gebaut und zu einem Pilgerort für die vornehme Berliner Gesellschaft werden, zu der sich Pückler auch zählte. Das von Schinkel projektierte Schloss samt der Akropolis und einem Komödienhaus bleibt wegen der chronisch leeren Kassen des Fürsten ein Luftschloss. Ebenso wie eine mittelalterliche Ritterburg auf dem Herrenberg, von der er schwärmt. Das neue Schloss, so wie es heute zu besichtigen ist, verdankt der Park einem Nachbesitzer Pücklers, Prinz Friedrich der Niederlande. Zumindest dieser Teil von Pücklers Traum ist in Erfüllung gegangen. Wie jeder vernünftige Traum war auch Pücklers Traum eigentlich unbezahlbar. Der Fürst lebte ständig über seine Verhältnisse. Er gab mehr Geld aus, als er jemals besaß. Gleichzeitig neben der Gartenarbeit musste er auch ein normales fürstliches Leben führen. Das heißt, bis Mittag im Bett liegen, duellieren, fremden Frauen hinterherrennen. Doch ob als Lebemann oder als Gärtner, duldete Pückler keine Kompromisse. Pücklers Biografie liest sich wie ein Abenteuerroman. Als junger Mann duelliert er sich. Und er stellt falsche Schuldscheine aus. Er studiert die Rechte und noch öfter verletzt er sie. Er ist mehr auf der Flucht als sesshaft. Den tollen Pückler nennt man ihn in Dresden. Und nicht nur dort hat er seine Liebschaften. Dem Zeitgeist des 19. Jahrhunderts folgend reist er um die Welt. Unterwegs durch Europa, den Orient und Afrika sieht er mehr als mancher Vielflieger heute. Er schreibt Romane, veröffentlicht Reiseberichte und Briefe. Er kämpft gegen Napoleon und verschläft die Schlacht von Königgrätz. Der Mann hat viele Gesichter. Er ist Dandy und Don Juan. Intellektueller und Filou. Die Figur von Pückler ist wie keine andere hierzulande mit Tausenden von Anekdoten und Legenden überhäuft. Es wird zum Beispiel erzählt, einmal sei Fürst Pückler in die Gruft seiner Vorfahren eingestiegen, um mit deren Gebeinen seine Gartenideen zu besprechen. Das ist doch Schauerromantik pur. Pückler ist ein Mann zwischen den Epochen. Ein Romantiker, ein Freigeist, ein zumindest heimlicher Demokrat. Er wächst hinein ins Zeitalter der Aufklärung. Erlebt Revolutionen,
die Industrialisierung, die Vermessung der Welt. In dieser Zeit will auch Pückler wer sein, mehr als nur ein Lausitzer Provinzfürst. Deshalb ist er so vermessen, hier in Bad Muskau künstlich eine neue Welt erschaffen zu wollen. Gern erzählt er, er fühle sich dazu berufen. Laut einer solchen Geschichte hätte ihn Goethe persönlich bei einem Treffen in Weimar dazu angeregt, einen Landschaftsgarten anzulegen. Als hätte ihm Goethe damals gesagt, Herr Pückler, machen Sie mal einen Garten. Kann ich gut nachvollziehen. Auch mir erschien Goethe immer wieder im Traum und forderte mich ständig auf, ich soll Russendisco machen. Als der Fürst 1815 zur Tat schreitet, liegt die Lausitz am Boden. Die napoleonischen Kriege mit ihren durchziehenden Truppen haben die Region verwüstet. Die Höfe sind geplündert, die Menschen verarmt. In einem Aushang verspricht Pückler seinen Untertanen, sie würden von der Gründung des Parks nur Vorteile haben. So ein Park macht viel Arbeit. Fährt man mit der Waldeisenbahn durch den Park, versteht man, was der Fürst gemeint hat, als er schrieb, ohne eine außerordentliche Gelegenheit Geld zu verdienen, wäre ein Teil der hiesigen Bevölkerung verhungert oder zu hilflosesten Auswanderung gezwungen worden. Er sollte Recht behalten. Auch heute ist der Park ein wirtschaftlicher Motor der Region. Auf der polnischen Seite wird der Park bis 1990 als Forstwirtschaft genutzt. In diesen Jahren hat sich die Natur manches zurückerobert. Seitdem wird er wiederhergestellt. Wir reden mit Herrn Brachun. Herr Brachun war seit 1990 Parkmeister hier auf der polnischen Seite des Fürst-Pückler-Parks. Herr Brachun, Sie sind Anfang 70er Jahre hierher gekommen. Wie sah es damals hier aus? Hier überall am Ufer war natürlich alles bewachsen. Hier, wo wir gerade stehen, wuchsen Bäume, große Birken. Und dort unterhalb entlang der Neiße gab es nur Wildwuchs. Büsche und Gehölz. Heute sieht man nichts mehr davon. Und damals war alles mit Unterholz bewachsen, bis zur Grenzbrücke. Die Wiese hier war damals ein Schießstand und eine Müllhalde. Übrigens war es rund um den Park, das muss man zugeben, sehr vernachlässigt. Die Menschen haben dort überall ihren Müll entsorgt. Es war eine Forstwirtschaft. Und dann haben Sie angefangen, 1990 hier als Parkmeister zu arbeiten. Sie haben doch viel geschafft. Wie wurde diese polnische Seite dann zurechtgemacht, dieser Park? Wir haben hier ganz schlicht angefangen. Mit Sense, Axt, Heckenschere und Spaten. Damit haben wir hier angefangen. Ganz am Anfang war ich alleine. Später, nach ein paar Monaten, wurden drei Mitarbeiter eingestellt. Die Gruppe Lernen und Arbeiten ohne Grenzen muss ich noch erwähnen. Die ist sehr wichtig. Sie bestand aus polnischen Arbeitslosen und wir haben 1998 angefangen. Eine großartige Zusammenarbeit. Drei Monate wurde auf der polnischen Seite gearbeitet, drei auf der deutschen. Das lief sehr gut, ohne Probleme. Wirklich super. Jetzt sehen Sie selbst, wie es hier aussieht. Der Park ist schön. Ich habe alles verstanden. So haben einige polnische Enthusiasten das Lebenswerk von Fürst Pückler weiter fortgesetzt. Grandios. Die wesentlichen Anregungen für sein erstes großes Parkprojekt holt Pückler sich in England, dem Mutterland der Landschaftsgärten. Es ist gewiss, schreibt Pückler, dass England hier in unserem Grad der Zivilisation beinahe um ein Jahrhundert vorausgeeilt ist. Die Parks von Stowe und Stourhead gelten als Vorbilder für Bad Muskau, weil sie, wie Pückler sagt, sich an der freien Natur orientieren und idealisierte, geradezu gemalt wirkende Landschaften sind. Auch handwerklich lernt Pückler in England dazu. Zum Beispiel, wie man möglichst schnell zu alten Bäumen kommt. Diese Buche ist einer der letzten Bäume, die aus Pücklers Zeit noch geblieben sind. Wie alt der Baum ist, konnte uns allerdings niemand genau sagen. Denn Pückler war ein ungeduldiger Mensch. Er wollte 100-jährige Bäume in 5 Jahren haben, wie bei der sozialistischen Planwirtschaft. Dafür hatte er mehrere tolle Gartentricks,
aus England nach Deutschland mitgenommen. Zum Beispiel hat er mehrere junge Bäume zusammengesetzt, damit sie schneller zusammenwachsen, und hat sogar angeblich mehrere Kühe schlachten lassen, um sie als Dünger für seine Bäume zu benutzen. Dafür möchte ich aber jetzt die Hand nicht ins Feuer legen. Heute wird die Baumpflanzung zwar ganz anders, aber auch sehr trickreich gemacht. Hier hat man zum Beispiel einen jungen Baum in einen alten hineingepflanzt, damit der Alte den Jungen schützt. Wenn auch nur alle paar hundert Jahre, die Bäume müssen erneuert werden. Die Hermannseiche, ein Wahrzeichen des Parks, wächst gerade neu. Bäume sind Pückler so wichtig, dass er ihnen in seinen Andeutungen ein ganzes Kapitel widmet. Am besten tut man, sich gleich anfangs eine Baumuniversität zu bilden, schreibt er. Der Wunsch geht erst nach seiner Zeit in Erfüllung. Die Muskauer Gärtner legen 1863 im äußeren Park ein Arboretum an, wo sie einheimische, aber auch exotische Gehölze züchten. Diese Baumschule existiert heute nicht. Frau Kölzow, wenn mir jemand erzählt hätte vor einem Jahr, dass die besten, die süßesten Ananas in Deutschland wachsen, hätte ich nicht geglaubt. Aber jetzt stehen wir hier an der deutsch-polnischen Grenze in einem Ananas-Gewächshaus. Wie hat diese exotische Frucht hierher gefunden? Die Pflanzen haben wir bekommen aus Costa Rica. Also einfach so gekommen, ohne Erde, ohne Wurzeln. Wir haben die Pflanzen reingesetzt in Substrat und die wachsen. Das war doch angeblich die Lieblingsfrucht des Fürsten. Natürlich. Also die ganze Anlage wurde vor 3 Jahren total neu gemacht, nach historischem Vorbild. Und Pickler hat auch Ananas gezüchtet und wollte 3000 Ananas im Jahr ernten. Wozu brauchte er so viel Ananas? Damals, Ananas war das wie Gold, also sehr wertvolle Frucht. Eine seltene. Ja. Und wenn man hat zum Beispiel für eine Dame geschenkt, das war was Besonderes. Damals haben nur reiche Leute sowas gegessen. Heutzutage essen wir. Bitte probieren Sie. Mm. Viel besser als bei Aldi. Na, natürlich, wehe dem nicht. Auf Ihre erfolgreiche Gartenarbeit. Danke. Und auf den Weltfrieden natürlich. Der Fürst, das muss man sagen, hat ein Gespür fürs Kulinarische. Die beste Medizin, so Pückler, sei nun einmal gutes Essen. Fürst-Pückler-Park veranstaltet seit 3 Jahren ein Küchengartenfest, wo Menschen in einer edlen Umgebung auf Essen und Trinken treffen. Das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Auch das ist ein Pückler-Motto, das im Bad Muskauer Küchengarten zu neuem Leben erwacht ist. Haben Sie auch Orangen? Ich habe noch eine Kürbis-Orange-Ingwer. Was ist das? Das ist die Apfel-Eberesche mit Gin. Ach so, ja. Apfel-Eberesche-Gin. Hm. Oh, vielen Dank. Hm, super.
Frau Hudson, Sie leiten im Fürst-Pückler-Park einen Schneckenstammtisch. Was hat es auf sich und was hat es mit diesem Park zu tun? Wir sind hier beim Küchengartenfest in Bad Muskau, wo es sehr um kulinarische Fragen geht, um Essen und Trinken, um die Schönheit des Essens und Trinkens in einer schönen Umgebung. Und in dem Park findet das Ganze mit Slow Food statt, weil hier vor ein paar Jahren der Küchengarten, der traditionell zur Selbstversorgung des Hauses gehört, wieder restauriert wurde. Slow Food heißt irgendwie langsame Kauen oder mit Gefühl dem Essen begegnen. Mit Gefühl, mit Achtsamkeit, mit Freude, mit Genuss. Fürst Pückler war ja an sich ein zierlicher Mensch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er viel gegessen hat. Aber bestimmt hat er auch großen Wert auf Essen gelegt. Ja, der hat großen Wert auf Essen gelegt. Essen war ihm so wichtig, dass er sogar jeden Tag über lange Zeiträume, viele Jahre, hat aufschreiben lassen, was gegessen wurde. Und ich habe ihn, die nennen sich die Küchenbücher. Und ich durfte in diesen Küchenbüchern mal lesen. Und das ist wirklich total spannend. Pückler hat immer auf Französisch aufgeschrieben, was er gegessen hat. Das war ja die Referenzküche in seiner Zeit, wenn Gäste kamen. Wenn Gäste kamen, wurde Französisch notiert. Wenn er allein mit seinem Diener gegessen hat oder mit privaten Gästen, nichts hochtrabend, dann wurde ganz normal aufgezeichnet. Und an diesen Aufzeichnungen, die akribisch sind mit Datum und so, kann man genau sehen, was er gegessen hat. Und man kann sehen, dass der Garten, das Land hier eine ganz große Rolle spielt. Also der hat sich wirklich selbst versorgt. Und deswegen finde ich das auch so schön, die Verbindung von Slow Food, dem Garten, dem Küchengarten, auch diesen Ananas, die ja fantastisch sind hier, dass man das hier sozusagen den Menschen nahe bringt und eigentlich so zum Erlebnis bringt. Dieser Garten sei zwar dem Nutzen gewidmet, doch könne er, so Pückler, durch gefällige Disposition der Beete, durch bequeme Wege mit breiten Blumenrabatten und durch möglichste Reinlichkeit und Ordnung einen sehr angenehmen Aufenthalt abgeben. Hier mögen Gemüse, Blumen und Kräuter wachsen, aber bitte mit Stil. Ja, unsere Gemüsebeete sind umgesäumt mit Kräutern. Da haben wir zum Beispiel Wermut. Wermut? Ja. Also zur Wermutpflanze gehört das. Ja. Und stimmt, Wermut aber ist eine Pflanze. Samen haben wir besorgt, also alte Sorten dieses Jahr. Also alles, was geht in Vergessenheit. Wie zum Beispiel Melde. Melde nimmt man für Salate. Die Zeiten ändern sich auch für die Pflanzen. Vieles, was früher als Unkraut galt, wird heute als eine begehrte Gemüsesorte bewertet. Zum Beispiel Boric. Die Natur hin oder her, aber der Höhepunkt jedes Gartenfestes ist natürlich der Besuch eines Biergartens. Ganz sicher bin ich nicht, ob Wildschweinbraten und Bier in den Bereich Slow Food gehören. Aber Wildbraten aus märkischen Wäldern, habe ich mir sagen lassen, zählte zu Pücklers Lieblingsgerichten. Jahre alt ist der Pücklerpark. Und von Anfang an ist er wie eine Zauberwelt, die den Zeitläufen trotzt. Heute ist der Landschaftspark da angekommen, wo Pückler ihn haben wollte. Ein begehbares Bild, das Bad Muskau auf der halben Welt bekannt gemacht hat. Herr Panning, also dieser Garten hat vielleicht den Fürsten in die Pleite getrieben, aber die Gegend hier unglaublich bereichert. Auf jeden Fall, das ist ja das ist ja das Schöne. Also als Pückler nach den napoleonischen Kriegen, das war ganz Europa involviert, am 1. Mai 1815 gesagt hat, ich lege hier einen riesigen Garten an, haben ihn alle für verrückt erklärt. Die Landschaft lag da nieder, es war elend, die war ausgeblutet, wirtschaftlich ausgeblutet. Und es war im besten Sinne kontrazyklisch zu sagen, jetzt in dieser absoluten wirtschaftlichen Bess, da lege ich einen Park an. Und alle, die ihn gescholten haben, die gesagt haben, du bist doch verrückt, du wirst bankrott gehen. Das ist eine politische Vision. Ja. In einer Zeit, wo halb Europa bis zum Knie im Blut steht und in Streitigkeiten immer tiefer versinkt, kommt einer und sagt, lass uns eine Gartenlandschaft anlegen, ein Paradies aufbauen. Das ist eine sehr richtige, aus meiner Sicht, eine sehr vernünftige Haltung.
Ob es vernünftig ist, auf jeden Fall ist es aufgegangen, wie Sie gesagt haben. Im Nachhinein war das eine absolut kluge Entscheidung. Aber all die Kritiktaster, die wir kennen, die heute ja auch uns allerorten entgegentreten, die sagen, das ist unvernünftig, das darf man nicht, das rechnet sich nicht, das funktioniert nicht. Wer kennt die Namen, die das im 19. Jahrhundert Pückler entgegengeworfen haben? Sie sind alle längst tot und vergessen. Und Pückler mit seiner verrückten Idee. Er lebt in seinen Bäumen und in seinem Park. Man darf ja nicht vergessen, welche Katastrophen der Park überstanden hat. Hier hat der Weltkrieg getobt. Mit dem Oder-Neiße-Abkommen ist er zerrissen worden in eine deutsche und eine polnische Hälfte. Es hat keiner geglaubt, dass dieser Park noch mal die Kraft haben wird, wieder zueinander zu finden, zu existieren. Und das hat geklappt. Dann können wir sagen, dass ein Garten im Grunde genommen der erste Schritt zum Weltfrieden ist. Genau. Ich nenne das immer politisches Gärtnern. Und was wir hier im Park machen, ist ja genau das. Es gibt die polnische Hälfte, es gibt die deutsche Hälfte, beide Hälften ergänzen sich und zusammen wird was Wunderbares draus. Und das ist eine Allegorie, die man sich wünschen würde, dass das auch über die Parkanlage hinweg an der Oder-Neiße-Grenze noch stärker funktionieren könnte, dass man zu diesem Miteinander kommt, dass die Grenze dann in der Tat keine Rolle mehr spielt. Man über die neu erbaute Doppelbrücke. Und dass man eine Grenze überquert hat, merkt man höchstens daran, dass ein anderes Handynetz auf Roaminggebühren hinweist. Inzwischen kann man auf dem Grenzfluss sogar Boot fahren. Wir paddeln auf der Oder-Neiße-Friedensgrenze, der friedlichsten Grenze der Welt. Auf beiden Seiten, also rechts von mir ist Polen und links Deutschland. Beide Seiten kommen prima miteinander klar. Die Singvögel verstehen sich gut und sogar alle polnischen Wildschweine können ein wenig Deutsch. Direkt am Ufer fällt sofort die Prinzenbrücke ins Auge. Und im Park Muzjakowski liegen weitere architektonische Perlen verborgen. Darunter das Viadukt am Herrenberg, das man auf einer romantischen Kutschfahrt entdecken kann. Für manche Sehenswürdigkeit allerdings kam der Neustart in Polen zu spät. Das sogenannte englische Haus etwa wird im Krieg beschädigt und 1972 abgerissen. Hier sind wir in der Schenke. Ja, ja. Das ist in diesem englischen Haus stehen wir jetzt quasi. Das englische Haus mit Tanzsaal und Kegelbahn und Schießanlage schildert Pückler als Ort heiterer Ländlichkeit und Geselligkeit. Das zweite wichtige Gebäude, das abgerissen werden musste, ist das Mausoleum. Pückler wollte es vom Schloss aus sehen können. Ein Prachtgrab und immer im eigenen Blickfeld. Da ist er wieder, der Schauerromantiker Pückler. Das hier ist der Umriss des Mausoleums. Wiederum hier ist die Aussichtsachse zum Schloss. Pückler sah das alles hier von seinem Fenster aus. Dort im rechten Flügel des Schlosses hatte er sein Gemach. Die Sicht war damals noch besser, jetzt verdecken die Bäume zum Teil die Sicht. Es ist alles größer hier. Auf der polnischen Seite ist dieser Park größer, breiter. Ist auch zwei Drittel der Fläche übrigens. Es ist schön zu sehen, dass eine Gartenlandschaft, die einst zusammengehörte, jetzt wieder vereinigt ist. Ich glaube, Fürst Pückler wäre heute auf der polnischen Seite spazieren gegangen,
Ich hatte großen Spaß an diesem Blick gehabt. Dass eine neue Zeit angebrochen ist, spürt man auch am Schloss. Es ist heute das Zentrum des wiedervereinten Parks und ein Pilgerort für Brautpaare aus Deutschland und Polen. Ohne sein Zutun trägt Pückler zur Abschaffung der Grenze bei. Bislang halten ihn ja immer noch viele für den Erfinder einer Eisspezialität. In Wahrheit hat das berühmte Pückler-Eis ein Koch erfunden und es nur mit Pücklers Namen geschmückt. Nervt es Sie nicht mittlerweile, dass der Name Pücklers ständig mit diesem Eis in Verbindung gebracht wird? Ja, das ist ein Phänomen. Also, es war so ein ungewöhnlicher Mann, wenn Sie sich vielleicht ein bisschen mit seiner Vita beschäftigt haben, für einen Deutschen. Ungewöhnlich. Ja, Kosmopolit, alles abgebrochen, Frauenheld, geschrieben, Partyanlagen angelegt. Und ausgerechnet so jemand, der nun wirklich ein Faszinosum darstellt in der deutschen Kulturgeschichte. Ausgerechnet. Dem wird, das ist nun wirklich jemand, über den man diskutieren kann, streiten kann. Und der wird jetzt reduziert, abgestempelt auf das Eis. Er selber hat ein Buch geschrieben, Tutti Frutti. Und dann hat er diesen Eisnamen verpasst bekommen. Ich sehe das so als Markt, wenn man das aus marketingtechnischen Überlegungen sieht. Der Name Pückler ist eingeführt, 80-90% der Deutschen kennen ihn. Parkanlagen kennen vielleicht 10%. Also haben wir noch einen weiten Weg vor uns, das zu überrunden. Im neuen Schloss befindet sich eine Station auf diesem Weg. Die große Pückler-Ausstellung. Im Mittelpunkt steht darin das Hauptwerk des schriftstellenden Gartenbauers. Die Andeutungen über die Landschaftsgärtnerei. Das berühmteste Buch von Pückler kann man hier in seinem Schloss während einer Kutschenfahrt kennenlernen. In den Andeutungen über Landschaftsgärtnerei erläutert Pückler seine Vorstellungen von einem idealen Park, einer idealen Landschaft. Das Buch legt die Messlatte bewusst hoch. Mir ist ganz schwindelig von der rasanten Fahrt. In Bad Muskau wirkt vieles wie zufällig entstanden. Doch fast alles ist mit Sorgfalt geplant. Damit geht Pückler über seine englischen Vorbilder hinaus. Zu wenig Abwechslung böten sie, schreibt er. Sie seien im Grunde nichts als unermessliche Wiesen mit malerisch verteilten Gruppen von Bäumen. Er gestaltet genau, auf Wirkung bedacht. Nahezu pedantisch platziert er jeden Baum und jeden Busch in der Landschaft. Direkt vor dem Schloss beginnt eine wunderschöne Landschaft, die Pückler als Pleasure Ground bezeichnete. Er selbst schrieb dazu in seinen Andeutungen über die Landschaftsgärtnerei: Das Wort Pleasure Ground ist schwer genügend im Deutschen wiederzugeben und ich halte es daher für besser, den englischen Ausdruck beizubehalten. Ich verstehe das Problem des Fürsten nicht. Ein Russe würde zu Pleasure Ground sagen. Oder ganz gehoben Poljana.
Was ist der Trick? Was ist der Gartentrick? Wie ist dieser Garten? Wie funktioniert er? Das war ja das größte Kompliment für Pückler, was man ihm machen konnte, dass man seinen Schöpfungen nicht ansieht, dass sie künstlich sind. Wenn man genauer hinsieht, kann man aber auch in dieser unendlich weiten Parklandschaft durchaus diese gestalterischen Attribute identifizieren. Das fängt hier an mit dem Terrain. Normalerweise lässt Pückler das Terrain unberührt. Aber hier sind alles künstliche Seen, die wir hier vor uns haben. Meistens sehen Sie diese Verbindung Teich und Aushub in jedem Garten sofort. Hier sehen Sie es nicht. Also das, wo wir hier stehen, das ist schon alles künstliches Gelände. Und jetzt kommt natürlich das Dreidimensionale dazu, das ist die Aufgabe der Bäume. Und da gibt es unterschiedliche Formationen. Wir haben den Einzelbaum, der da erhaben steht. Im Gegensatz dazu die Gruppe, die geschlossene Baumgruppe, gibt es den englischen Namen Clump dafür, auf Deutsch nicht so vornehm, Klumpen. Da spielt das Individuum kaum eine Rolle. Das ist wirklich eine geschlossene Baumformation, die Räumlichkeit herstellen soll. Im Gegensatz dazu dann wieder den Hain. Das ist eine offene Baumpflanzung. Man kann das nicht auf den ersten Blick sofort erfassen, wie viele es sind, aber es ist eine richtig schöne, offene, hainartige Situation. Und mit diesen Versatzstücken werden jetzt Räume geschaffen. Oder nach Pückler? Der höchste Grad der Gartenkunst ist nur da erreicht, wo sie wieder freie Natur, jedoch in ihrer edelsten Form zu sein scheint. Wenn wir das vergleichen mit dem, was wir vorhin gesehen haben, da war das Schloss, da war die Architektur, die den Raum, den Garten dominiert hat. Hier ist keine Architektur mehr vorhanden. Wir gestalten hier also wirklich nur mit den ureigensten Elementen der Landschaft. Wasser, Boden, Wiese, Bäume. Und daraus schafft Pückler eine Landschaftskomposition, die im idealsten Fall auch von alleine sich hier hätte einstellen können. Diese berühmte Pückler-Diagonale geht bis ans Horizont. Die lange Diagonale, das ist noch was ganz Fortschrittliches, was Pückler hier in den Raum hineingetragen hat. Dass er sich gelöst hat von den topografischen Linien, von den Uferlinien, von den Wegelinien und jetzt hier mitten in diese große Wiese eine Diagonale reingelegt hat, um den Raum zu gestalten, zu strukturieren. Das ist also eine kleine gestalterische Revolution im Landschaftsgarten des 19. Jahrhunderts gewesen, auch wenn es heute absolut unspektakulär aussieht. Auf den zweiten Blick erkennt man die nicht selten spektakulären Blickachsen, für die Pückler und sein Park berühmt. Granitbänke am Wegesrand weisen die Richtung. Überall, wo eine solche Bank steht, hat der Fürst ein kleines Festmahl für die Augen angerichtet. Bilder aus den Farben der Natur. Immer wieder mit dem Pücklerstein. Und dem Schloss natürlich. Die Baumkronen rahmen den Blick. Allerdings werden sie zu groß und verdecken die Sicht wie hier. Muss der Baumkronenfriseur ran. Jetzt fahren wir zum Weltende, bis ans Ende der Welt. Ich bin gespannt, wo es ist. Am sogenannten Weltende bin ich mit Eckhard Brugsch verabredet, der den Pücklerpark in der DDR geleitet hat. Kaum jemand kennt ihn so lange und so gut wie er. Und ich lerne diesen wirklich großen Park traktorfahrend immer besser kennen. Ich grüße Sie. Wen sehen meine Augen? Frau Brugsch. Es stellt sich heraus, dass die Frau des ehemaligen Parkmeisters zufällig aus demselben Dorf im Kaukasus stammt wie meine Schwiegermutter. Die Welt ist halt ein Dorf, manchmal sogar ein kaukasisches. Nalchik. Da. Überall auf der Welt trifft man Russen, sogar im Fürst-Pückler-Park. Herr Brugsch, wir sitzen hier
am Weltende? Welche Welt ist hier zu Ende? Das war die Welt, die Gartenwelt. Die Gartenwelt war hier zu Ende. In der Richtung ist ja das Schloss. Und vom Schloss aus hat man diesen Punkt hier als Horizont gesehen. Und mit dem Horizont hat man gemeint, ist die Welt zu Ende. Ich sehe hier viele beschädigte Bäume und frage mich, woran es liegt. Was ist die Ursache für diese Schäden? Es gab ja den schrecklichen Zweiten Weltkrieg und der ging ja auch bei uns nicht vorüber. Und hier war ja die Front auf der Ostseite, die russischen Truppen, hier die deutschen Truppen. Und die standen sich gerade hier in dem Bereich 2 Monate gegenüber, haben sich beschossen und ohne Rücksicht auf die Bäume natürlich. Und das Eisen vom Beschuss ist natürlich in den Bäumen geblieben. Und noch heute brechen immer wieder die Bäume zusammen, weil sie durch diese Splitterverletzungen dann Pilzbefall haben. Und dann hat er den Baum geschädigt. Ich frage mich sowieso, wenn ich diesen wundervollen Blick hier habe, was eigentlich Natur gegeben und was gemacht ist. Inzwischen gibt es ja so gut wie keine Naturlandschaften, das sind alles Kulturlandschaften geworden. Ja. Ist das alles künstlich gemacht? Das ist nicht alles künstlich gemacht. Es gab eine Landschaft schon vor dem Park. Also wir haben hier den sogenannten Muskauer Faltenbogen. Das ist ein Höhenrücken, der sich über die Neiße hufeisenförmig drüber wegzieht. Die Neiße ist ein Höhenrücken durch Schnee. Und dadurch sind Höhenunterschiede von bis zu 60 Metern entstanden, die Pückler natürlich in seinem, die er ausgenutzt hat. Und was wir hier sehen, dieses kleine Flüsschen, das ist die Hermannsneiße. Hermann, immer wieder der Name Hermann natürlich. Angelegt und hat dann über verschiedene Wasserfälle diesen Flusslauf hier wieder zurückgeführt in die Neiße. Die angelegten Gewässer im Park zählen zu Pücklers revolutionären Ideen. Die Hermannsneiße und eine Reihe von Gewässern durchziehen den Park, als gehörten sie seit der Eiszeit zu diesem Tal. Wege begleiten den Flusslauf, Brücken überqueren ihn. Auch hier ist nichts dem Zufall überlassen. Pückler schreibt, kann man frisches, fließendes Wasser in seinen Besitz leiten, so scheue man weder Kosten noch Mühe, einen so großen Vorteil zu erringen. Nichts gewährt so sehr wie das Element des Wassers, eine ermüdende Abwechslung. Wer lauschte nicht gern dem süßen Gemurmel eines Bassins, dem fernen Rauschen des Mühlwehrs? Nach dem Konzept von Pückler ist die Natur nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören sein. Pückler in seinen Andeutungen über Landschaftsgärtnereien als Kunstgriff verwendete, um dem ganzen und kühneres Ansehen zu geben, hat nicht er, sondern seine Frau hergekauft. Der Fürst war unterwegs im Orient in Gelegenheiten. Er dachte, sie machte. Rätselhafte Lucy. Pückler sieht in der 9 Jahre älteren Frau eine mütterliche Frau. Sie war verständnisvoll in kaum verstehbarem Maß. Als ihnen 1926 wieder einmal das Geld ausgeht, schlägt sie ihm eine Proforma-Scheidung vor, damit er für den Park in England eine reiche Braut suchen kann. 3 Jahre sucht er. Vergeblich. Und Lucy vergibt ihm, dass er sich vergnügt und arbeitet als geschiedene Gattin weiter am Bad Muskauer Park. Fürst Pückler hatte nicht nur ein großes Herz für Pflanzen.
sondern auch für schöne Frauen. Im Laufe des Lebens hat er über 80.000 Liebesbriefe geschrieben, davon aufbewahrt und einige sogar mit der Bemerkung, das konnte Liebesbriefe bei Gelegenheit wiederzuverwenden. Aufgrund seiner Manuskripte hat man hier im Museum eine Liebesbriefmaschine entworfen. Man wirft eine Münze ein, wählt die richtigen Kriterien aus. Mein Brief richtet sich an Mann, Quatsch, Frau, gerade entflammt, schon erfüllt, gerade entflammt, Sehnsucht, Wollust, Verzweiflung, Abschied, Dankbarkeit. Nimm den Hebel runter und fertig ist der Liebesbrief. Mein liebes Kind, wichtige Dinge, deren Verrichten keinen Aufschub erduldeten, hielten mich vom Schreiben dieses Briefes lange ab. Hat der treue Hermann, wie er offenbar ironisch seine Briefe an Lucy zeichnet, eine neue Parkidee, so schreibt er diese nach Bad Muskau. Dabei entstehen erstaunliche Konstellationen. Sarah's Walk etwa, ein kleiner Weg durch ein romantisches Tal, ist nach einer seiner Verehrerinnen benannt. Sarah Austin, die seine Briefe ins Englische übersetzt und sich dabei in ihn verguckt. Man stelle sich vor, wie Lucy an Sarah's Walk arbeitet, während Hermann in England, man will es gar nicht wissen. 30 Jahre arbeiten Pückler und seine Frau Lucy an Bad Muskau. Ein Versuch, den Traum etwas wirtschaftlicher zu gestalten, ist der sogenannte Badepark. Auch bei dieser Idee führt Lucy die Regie. Es gibt zwei eisenhaltige Quellen im Park und deren gesundheitsfördernde Wirkung soll neue Gäste ...1945 verkaufen sie den Park und siedeln in den alten Familienbesitz in Branitz bei Cottbus um, wo sie ein neues Gartenreich erschaffen. Sogar der alte Badepark wird im Jubiläumsjahr 2015 wiederbelebt. Jedes Jahr erholen sich 250.000 Besucher in diesem begehbaren Bild. Ob es Pückler gefallen würde? Vielleicht. Immerhin erlaubt er den Muskauern bereits zu seiner Zeit ausdrücklich die freie Nutzung des Parks. Obgleich, wie er schreibt, gar viele Gutsbesitzer mich versicherten, das rohe, oft betrunkene Volk werde alle jungen Bäume abschneiden und alle Blumen abreißen. Pückler hält dagegen. Man solle sich an seinem Park ergötzen können. Und wie man das kann? Wir haben es gerade mit eigenen Augen gesehen. Fürst Pückler hatte die Blüte seines Gartens eigentlich nie erlebt. Er musste den Garten vorher abgeben, bevor diese Gartenanlage zu einer Massentouristenattraktion wurde. Pückler wollte den preußischen König schon immer dazu bringen, eine Direktorstraße von Berlin nach Bad Muskau zu bauen. Aber dieses Projekt wurde bis jetzt nicht realisiert. Deswegen muss ich zurück nach Berlin mit Umsteigen in Weißwasser.